Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten C++ Anfänger-Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr ein Konsolenprojekt erstellt, Texte in der Konsole ausgibt und den Quellcode von euch perfekt kommentiert. So, ich werde anfangen, wie ihr seht, mit dem Erstellen eines Konsolenprojektes. Also, zuerst müsst ihr das Programm öffnen. Ich benutze, wie ich schon im ersten Tutorial gesagt hatte, Visual Studio 2010. So, hier muss man einfach auf den Tab Neues Projekt klicken, um ein neues Projekt zu erstellen. So, es öffnet sich ein Fenster mit der Überschrift Neues Projekt und einigen Möglichkeiten. Bei euch sollte es nicht so viele Möglichkeiten geben, weil ihr eine andere Version benutzt. So, jedenfalls wählt ihr, die wird bei euch ebenfalls da sein, die Win32 Konsolenanwendung aus. Hier unten könnt ihr den Namen eingeben und hier könnt ihr den Ort angeben, wo es gespeichert werden soll. Ich benenne dieses Tutorial Tutorial 1, weil es ja das erste Tutorial ist in der Programmiersprache. In der Programmierung zählt man ja von 0 und so weiter, von 0 an hoch. Deswegen ist es das zweite, also das erste. So, man klickt also auf OK und es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Win32 Anwendungsassistent zu Tutorial 1. Hier kann man entweder auf Weiter klicken oder auf Anwendungseinstellungen. Ich klicke immer auf Weiter. Und hier kann man dann auswählen, welchen Anwendungstyp wir wollen. Das ist dann die Konsolenanwendung. Und welche Zusatzoptionen wir möchten. Wir möchten natürlich ein leeres Projekt, weil wir noch gar nichts wissen. So, fertigstellen. Gut. Jetzt wird also unser leeres Projekt erstellt. Und das ist wirklich leer. Es ist noch keine Datei vorhanden, die uns irgendwie weiterbringen würde, sondern es sind nur drei Ordner angezeigt. Und diese drei Ordner beinhalten unsere später unsere Dateien. Hey, sogar vier Ordner. So. So, wir erstellen jetzt die Main-CPP-Datei. Eine Main-CPP-Datei, das ist sozusagen die Hauptdatei. In diese kommt unsere Hauptfunktion. Diese Funktion behandelt alles, was wir bisher machen. Und sie wird auch immer alles behandeln, beziehungsweise in ihr wird alles Grundlegende stattfinden. Gut. Um ein neues Element zu erstellen, klicken wir einfach auf das Symbol oder drücken die Tastenkombination STRG, Umschalt und A. Ich drücke auf dieses neue Symbol. So, es öffnet sich wieder ein neues Fenster. Neues Element hinzufügen zu Tutorial 1 ist die Überschrift. Und wir wählen hier CPP-Datei aus, also C++-Datei. Diese nenne ich, wie gesagt, Main. Also, ja, Main halt, Haupt. Main. So, anschließend muss man nur noch auf hinzufügen klicken. So, das ist unser erstes Element, was wir in das Projekt hinzufügen. Gut. Was jetzt folgt, ist das Inkludieren der von IOStream. IOStream, das wird benutzt, damit man Input und Output hat. Das heißt, man kann dann in der Konsole etwas ausgeben oder etwas eintippen. So, Include IOStream. So. I für In und O für Out. So. Als nächstes, wie schon gesagt, erstellen wir unsere Hauptfunktion. Da wir noch nicht wissen, was Funktionen sind und das noch kennenlernen, werde ich einfach mal sagen, diese Hauptfunktion, die regelt alles. Wie schon gesagt. Ihr Rückgabetyp, also ihr Rückgabewert, jede Funktion, die einem Typ entspricht, kann einen Wert zurückgeben. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man irgendwas rechnet. Da kann man dann zum Beispiel die Rechnung zurückgeben, beziehungsweise das Ergebnis. Was wir aber jetzt erstmal machen wollen, ist ein normaler Integer-Rückgabewert. Integer, das sind Ganzzahlen. Das sind ganze Zahlen, aber die werden wir im nächsten Tutorial noch ganz genau kennenlernen. So, Main, das ist unsere Main-Funktion, also unsere Hauptfunktion. Wie schon gesagt, hat diese Funktion einen Rückgabewert und dieser Rückgabewert, den beschreibt man, den gibt man zurück mit dem Begriff Return, dann kommt der Wert und wie hinter jede, also beziehungsweise wie hinter
beziehungsweise hinter so gut wie jede Variable oder jede Funktion kommt dann dieses Semikolon. Gut, jetzt hätten wir erstmal den Standardaufbau einer Datei geklärt. Gut, als nächstes werde ich euch das Kommentieren etwas näher bringen. Kommentieren kann man mit zwei Slashes. Das ist ein Kommentar, das immer ans Ende, also hinter das Semikolon kommt. Denn wenn ich das jetzt davor schreiben würde oder hier mittendrin, dann wäre der Rest, alles was hinter diesen zwei Slashes ist, kommentiert. Siehe hier, das wollen wir nicht. Wir wollen diese Zeile kommentieren. Und zwar mit einfach Return Wert 0. Gibt an, dass alles gut ging. Gut. Dann machen wir hier nochmal schön Hauptfunktion und das ist halt das Standardkommentar. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man später längere Funktionen oder so erstellen möchte, dass man mittendrin kommentieren kann. Das macht man, indem man ein Slash, ein Stern und am Ende des Kommentars nochmal ein Stern und ein Slash macht. So, oh, jetzt habe ich da reingeschrieben. Gut, dann kann man zum Beispiel über mehrere Zeilen eine Funktion dann machen und dann kommentiert man das so, sodass man dann jedem Parameter, das werden wir auch später noch kennenlernen, einen Kommentar übergeben können. Dann steht da zum Beispiel, dieser Parameter macht das und das. So. Aber da wir noch keine Funktion kennen, beziehungsweise nur eine und keine Parameter und so weiter, belassen wir das erstmal so. Wenigstens kennen Sie die Möglichkeit. Gut, es gibt natürlich noch eine dritte, aber die ist eigentlich so ziemlich dasselbe wie eben, nur mit zwei Sternchen mehr. In Codeblocks würde das jetzt eine andere Farbe ergeben, aber in diesem Programm nicht, deswegen ist die für uns irrelevant. Gut, wie versprochen, werden wir jetzt zum ersten Mal einen Text ausgeben. Um Texte ausgeben zu können und nicht immer STD davor zu schreiben, also Standard, weil es gibt eine Bibliothek, die beinhaltet alle wichtigen Funktionen und diese heißt STD, wie gesagt Standard. So, um Zugriff auf diese Bibliothek zu haben und nicht immer wieder STD bla 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 davor zu schreiben, ne, müssen wir am Anfang jedes Programms using, also benutze, namespace std. So, ein Namespace wird dazu verwandt, um Namenskonflikte zu vermeiden. Aber Namenskonflikte interessieren uns noch nicht, da wir keine Klassen etc. kennen. Also müssen wir das erstmal so akzeptieren, bis wir das Tutorial dazu haben, wozu eigentlich was Namenskonflikte sind und so weiter. Gut. Da wir jetzt eingeben und ausgeben können und nicht andauernd dieses STD vor unserem Ding schreiben müssen, unsere Funktion, beziehungsweise vor das, was wir benutzen möchten, können wir jetzt einfach cout. Ja, cout. Das ist jetzt etwas Neues und zwar heißt das so viel wie Konsole out. Das C steht also für Konsole und das out für Output. Man kann sich also vorstellen, wenn man einen Text ausgeben möchte, dann benutzt man cout und die dazugehörigen dreieckigen Klammern. Gut, das heißt, man möchte etwas ausgeben, diese beiden dreieckigen Klammern. Das heißt, man möchte Text ausgeben. Schreibt man diese so, dann möchte man Text eingeben, aber das werden wir auch erst im nächsten Tutorial kennenlernen. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem Ausgeben von Texten. So, als nächstes müssen wir die Anführungszeichen setzen. Zwischen diese Anführungszeichen kommt unser Text, den wir ausgeben möchten. Wir nehmen zum Beispiel Hello World, also Hallo Welt. Der Text muss immer zwischen diesen Anführungszeichen. Gut. Als nächstes folgen wieder zweieckige Klammern, um wieder etwas auszugeben. Oder man macht hier ein Semikolon und macht wieder cout
und dann kommt wieder der Befehl. Aber um es uns einfach zu machen, machen wir das in eine Zeile zur Übersicht und dann kommt noch end L. End L bzw. end line bedeutet, dass das Ende der Zeile kommt und dass die Konsole jetzt eine Zeile weiter runter geht. Würden wir jetzt eine zweite... Ach, das erkläre ich gleich. So, das Programm werden wir jetzt erstmal erstellen. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, das tut mir jetzt schon leid. So, wie Sie sehen, wird sich gleich eine Konsole öffnen, aber sofort wieder schließen, weil ich das nicht richtig programmiert hatte. Es gibt nämlich noch eine andere Header-Datei, das sind Dateien mit einem H am Ende. Diese beinhalten Funktionen und so weiter, aber das kennen wir ja noch gar nicht. Und zwar nennt sich diese stdio.h. Es ist erstmal nur wichtig, dass Sie diese einbinden, denn dadurch bekommen Sie Zugriff auf Systemfunktionen wie Pause. Und diese Funktion, die ermöglicht es uns dann am Ende, diesen schönen Satz zu bekommen mit den drei Punkten am Ende. Drücken Sie eine beliebige Taste. So. Aber wie Sie sehen, der Text wurde ausgegeben. Hello World, Hello World. Um es nochmal zu testen, können wir eine zweite Zeile machen. Und da schreiben wir, wie geht es dir? Und ebenfalls mit Endline. Und zu gucken, ob das funktioniert. Ha, es klappt. Das Einzige, worauf Sie aufpassen müssen, ist, dass Sie nicht ä benutzen. Stattdessen müssen Sie ae benutzen. Wie Sie jetzt sehen werden. Da, das ist nämlich kein ä, das ist ein o mit diesem, mit diesen Wellen darüber. Gut. Es gibt also keine Möglichkeit, um ä auszugeben in der Konsole. Jo. Damit habe ich alles erklärt, wie man Text ausgibt, wie man kommentiert und wie man eine Konsolenapplikation macht. Das war's dann für heute. Sie können ja noch ein bisschen rumtesten, das ist nämlich immer gut. Beziehungsweise Sie können das hier nochmal schön kommentieren. Ausgabe von Text und so weiter. Aber das lasse ich Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.